Greetings, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Vorab, ich habe jetzt mehrfach die Frage erhalten, wieso keine Videos mehr kommen. Das habe ich eigentlich im letzten Video gesagt, aber ich glaube, das hat man nicht so richtig raushören können. Momentan ist es so, es sind Sommerferien und ich bin gerade erst aus dem Urlaub gekommen und gehe am Montag nächste Woche direkt wieder in den Urlaub. Deswegen habe ich kaum Zeit dafür. Aber ich habe ja auch im letzten Video gesagt, dass ich versuche zwischendurch, wenn ich Zeit habe, ein Video zu machen. Und zwar geht es jetzt mal zum ersten Thema. Das erste Thema ist ein neuer Community-Hashtag. Wie es vielleicht wahrscheinlich jedem von euch aufgefallen ist, habe ich auf meiner Kanal-Hauptseite und auch unter Kanälen ein paar Kanäle vorgeschlagen. Und zwar sind das YouTuber, die noch relativ jung sind. Okay, jung ist jetzt vielleicht die falsche Bezeichnung dafür, sondern noch relativ neu auf YouTube. So wollte ich das eigentlich sagen, nicht, dass sie relativ jung sind. Was labere ich jetzt eigentlich wieder? Und zwar würde ich mich da riesig freuen, wenn wir da einen Community-Hashtag machen könnten. Den Community-Isa-Hashtag. Hier oben habe ich nur euch eingeblendet, wie dieser Hashtag ausschaut. Und in diesem Hashtag geht es darum, dass ihr einfach auf diesen Kanälen vorbeischaut, ein bisschen die Videos anschaut und diesen Hashtag teilt, damit ich und die YouTuber ein Feedback haben, ob ihr auch auf anderen Kanälen Interesse habt oder ob ihr für andere Kanäle kein Interesse habt. Auf jeden Fall wird das richtig cool von euch, denn viele dieser YouTuber sind noch relativ neu auf YouTube und sind immer sehr froh, wenn sie mal wieder einen neuen Zuschauer bekommen. Und ich finde das eigentlich persönlich auch mal richtig cool. Das habe ich früher mit alten Kanälen auch immer gehabt und es macht einfach Spaß, weil dann sieht man einfach mal, dass wieder Leben auf den Kanal raufkommt. Und dann würde ich, wenn wir gerade schon bei Kanälen sind, gleich zum nächsten Thema kommen und sind das YouTuber, die leider mit YouTube vorerst aufgehört haben. Viele von euch haben mir über die Skype-Gruppe oder per E-Mail geschrieben, Isa, schau mal, dein Kumpel Lepsi hat die Videos gelöscht. Das ist jetzt so eine Sache, ich habe mit Lepsi persönlich schon drüber geredet und viele von euch haben mir die Frage gestellt, warum er das gemacht hat. Ein Problem war, er war nicht ganz zufrieden mit seinem Kanal, mit der Qualität und zudem waren halt immer sehr viele Hater auf dem Kanal unterwegs und haben ihn immer schlecht gemacht und die Videos irgendwie immer versaut. Es ist halt für einen YouTuber sehr deprimierend, wenn man sich immer extrem viel Mühe bekommt und dann so ein richtig Kack-Feedback bekommt. Das ist dann wie so ein Schlag in die Fresse für einen YouTuber, kann man eigentlich da dazu sagen. Deswegen hat Lepsi die Videos auch von YouTube jetzt runtergenommen und auf privat gestellt. Die werden auch nicht mehr online kommen. Lepsi wird vielleicht wieder mit YouTube anfangen. Das steht aber auch noch nicht hundertprozentig fest. Und gleiches gilt für einen YouTuber namens Bad Peep. Der ist natürlich auch unten verlinkt. Auf seinem Kanal ist die Qualität eigentlich meiner Meinung nach gut. War es eigentlich bei Lepsi meiner Meinung nach auch. Bad Peep wird aber wahrscheinlich vorerst auch YouTube einstellen und keine neuen Videos mehr machen. Schaut vielleicht einfach auch mal bei den zwei nochmal auf dem Kanal vorbei und schreibt mit denen. Ich kann euch auch gerne, ich blende euch jetzt einfach mal oben die Skype-Namen von den beiden ein. Dann könnt ihr, wenn ihr Interesse daran habt, einfach mit denen ein bisschen zu reden, privat auch nochmal mit denen drüber reden. Zu dem Hashtag von vorn nochmal legen, Community Isa Hashtag. Es ist natürlich richtig cool, wenn wir das zusammen schaffen und ihr diesen Hashtag auch weitgehend verbreiten könnt. Was ich noch dazu sagen wollte, es gibt noch einen Hashtag von einem anderen YouTuber, der eigentlich schwachsinnig ist. Das ist jetzt so eine neue Sache, das ist jetzt erst vor kurzem passiert. Wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, wurde der YouTuber Destroys Life in einem Livestream verhaftet. Das war natürlich erstmal der Schock auf YouTube, Schock des Jahres. Und dann kam am Ende seine Stellungnahme dazu und es war nur ein Prank. Was ist vielleicht eure Meinung dazu? Wie findet ihr das, wenn ihr Abonnent von ihm seid, erstmal einen Riesenschock bekommt und dann kommt, ja, es war nur ein Prank. Also ich habe mir gedacht, ja, okay, kann man mal machen. Wie ist da eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Der Hashtag für Destroys war im Übrigen Safe Destroys, der wurde auch so weit verbreitet und aufgrund dessen bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, vielleicht einen Community-Hashtag zu erstellen.
kommen wir gleich mal zum nächsten Thema und das wäre etwas, wo ich euch mit einbeziehen will und zwar ist das die Sache, wie es auf meinem Kanal weitergeht. Ich werde euch jetzt rechts oben in der Infobox einige Voting-Systeme einblenden. Bei diesen könnt ihr persönlich entscheiden, was euch interessiert auf meinem Kanal. Beim ersten Voting-System könnt ihr ankreuzen, welches Format ich bringen soll, ob ich jetzt Let's Plays oder irgendein Commentary bringen soll oder ein ganz anderes Format. Dann könnt ihr Spiele entscheiden und eventuell werde ich noch einblenden, mit welchen YouTubern ich zusammen aufnehmen soll. Und dann kommen wir gleich mal zum nächsten Thema. Das ist wieder etwas, was mit der Community zu tun hat. Und zwar habe ich für euch einen Community Teamspeak eingerichtet. Die IP zu dem Community TS ist jetzt unten rechts im Eck eingeblendet. Joint doch auf jeden Fall mal, wenn ihr Lust habt. Dann können wir uns persönlich auch unterhalten oder ihr könnt auch mit euren Freunden drauf gehen. Der TS ist momentan noch in der Aufbauphase, deswegen haben wir leider nur 16 Slots, aber das sollte jetzt eigentlich für den Anfang reichen. Wir werden am Ende des Jahres umsteigen auf einen größeren. Bis dahin reichen aber meiner Meinung nach die 16 Slots auch noch. Das wäre es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video gewesen. Ich bedanke mich fürs Anschauen und wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Game Keys. Game Cards. Gold und Credits. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.